Ja, noch ein kürzerer Beitrag zu Hayao Bansaf, bereits verstorben, Gott hab ihn so selig, wie es geht, und zu seinem Tarotkartenset. Ich nehme das als Einführung in die Kabbalah, weniger als Einführung in das Tarot, als Einführung in die Kabbalah, also in die Zahlenfragen. Stehen sehr interessante Dinge drin, zum Beispiel über die Neun, was die Neun so alles kann und welche mathematischen, arithmetischen Regelmäßigkeiten es da gibt. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe mir dann auch gleich ein großes, dickes Kabbalah-Buch ausgeliehen, um das etwas zu vertiefen. Das ist also Mathematik in den Grundlagen der Muster, Strukturen und Regelmäßigkeiten. Mir geht es aber nur um einen ganz bestimmten Zusammenhang. Also manche werden gesehen haben, was ich gelegentlich jetzt mache. Ich mache gelegentlich mit dieser oder dieser Hand, mache ich gelegentlich so, so und dann so, sofern ich noch Zeit habe. Das band das Tier dahin zurück, wo es hergekommen ist, weil ich esse ja keins. Dann schauen mich aus den Augen und aus den Gemütern andere Leute, schauen mich immer an, was sie gerade wieder gegessen haben. Das sind die im Koran erwähnten Shaitane, aus meiner Sicht, also die im Koran erwähnten Shaitane, praktisch das, was am Essen dann richtig schlecht ist, was an der Pflanze, die man isst, schlecht sein könnte, was am Tier, das man verspeist, sofern man das noch tut, schlecht sein könnte, aufgrund der verkehrten Art und Weise, das in ein menschliches Konsumgut zu verwandeln. So entstehen zum Beispiel Satane, also Shaitane, durch Schlachtung, da bin ich ganz sicher, also grundsätzlich, das kann ich selbst anders nicht sehen und bleibe auch vegetisch in dem Zusammenhang und würde mich freuen, in einem Kibbutz Aufnahme zu finden, trotz meiner dann schon höchstwahrscheinlich 38 Jahre, wo auch wirklich nicht geschlachtet wird, also es gibt Kibbutze, habe ich gelesen, die vegetische Restaurants betreiben, das wäre dann eher was für mich. Und das andere wären Pflanzen, die man konsumiert, die gleichzeitig aber verboten sind, beziehungsweise denen halt das Nachwachsen nicht erlaubt ist. Das erzeugt meiner Ansicht nach auch diese Shaitane oder Satane. Und ja, was machen solche Geister, wenn sie böse sind oder dreist sind und sie merken, aha, ich wurde hier gegessen, obwohl ich das gar nicht wirklich wollte. Sie fangen an, irgendwie übel zu stiften, ne? Also übel anzurichten. Ich hatte das mal ganz unabhängig vom Essen bei einem Begräbnis, als ich noch ministrierte, also noch Messdienerin in der Kirche, in der katholischen damals war. Da starb also einer, das war der damalige Messmer, glaube ich. Und dem Geist fiel nichts Besseres ein, als während der Beerdigung erstmal den Sarg von der Schulter des Tragenden, der Tragenden zu schubsen, so ein Stück weit, auf das ich mir das Lachen kaum verkneifen konnte. Also das meine ich dann, fange dann gleich an, Unfug zu machen. Das kann aber auch schlimmer sein, das ist dann das siedende Wasser, das über ein Kind fließt versehentlich oder irgendwelche anderen fürchterlichen Missgeschicke. Ja, das ist die Zahl 5. Bei Hayao Bansafs Tarot-Set hat man auf der Zahl 5 das Tier, ich glaube auch bei den anderen Tarot-Sets, also da ganz sicher, das Tier dargestellt in einer sehr angenehmen Weise für mich. Das hier ist das Zeichen für das Tier. Da sieht man also, ich zeige das bei Gelegenheit, wenn ich das Buch wieder dabei habe, da sieht man also in der Mitte das Gehörnte, den Gehörnten, ein gehörntes Tier sitzen, also ein Vertreter für alles Tierische, welcher die Menschheit links und rechts in Ketten hält, links die Frau, rechts den Mann. Das heißt, in dem Moment, aus meiner Sicht Interpretation, in dem Tier verspeist wird, das belegt wieder alle meine Thesen in dem Zusammenhang, auf die ich selbst entwickelt hatte schon, in dem Moment, in dem das konsumiert wird, obwohl man sich als Mensch des Blutes des Fremden enthalten sollte, auch des fremden Menschenblutes im Konsum, wird die Menschheit da und da in Ketten gelegt, sodass Fortpflanzung im normalen Sinn nicht mehr möglich ist. Da werden also die Geschlechter getrennt und das ist in dem Zusammenhang auf die 5 programmiert. Ja, sprechen wir ruhig auch bei Tarotkarten über Programmierungen. Das passt damit zusammen, dass ich also sagte, ich bin ziemlich sicher, das Schwein, Svinjaria, Schweinerei auf Kroatisch, dass das Schweinisch, ne? Dass das Inzest begünstigt, ebenso wie das Verzehren anderer Tier, Fleisch, Sachen. Außerdem habe ich von vielen gehört, die entsprechende illegale Substanzen von Pflanzen, die nicht nachwachsen dürfen, die sie auch nicht selbst angebaut haben, konsumieren, dass die Inzestfantasien entwickeln, ob sie wollen oder nicht. Das haben die mir unter der Hand erzählt. Wenn man die Namen wegließe, dann würden die das sicherlich auch für eine Studie erzählen. Das geht erst dann wieder weg, wenn die diese Substanzen weglassen und keine Tiere mehr essen, beziehungsweise nur noch das nehmen, was sie selbst anbauen können. Und in dem Zusammenhang sich dafür engagieren, dass alles nachwachsen darf und dass in Bezug auf Pflanzen ganz sicher viel mehr nachwächst, als man selbst als Mensch oder als die Menschheit selbst verbraucht. Ja? Ich sehe das an der Tollkirsche, in dem Strauch in meinem Garten. Der wird also von Tieren vorwiegend benutzt.
Vögel, alles kommt dahin und heilt sich mit diesem Strauch. Unter anderem eine Raupe, hatte sich also eine Raupe, so eine ganze Kirsche geschnappt, aufgegessen und lag dann noch so schön zusammengeringelt am Ausruhen in dem Kirschenkelch. Wer weiß, woran die krankte, dass sie das getan hat. Ja, dazu sei noch einmal ergänzt, dass es keine Empfehlung ist, einfach zu nehmen. Und gleichzeitig noch der alte Paracelsus-Satz, die Dosis macht das Gift. Also diese Karte, die 5, das Tier in der Mitte, die Menschheit an Ketten, da läuft kein normales Sexualverhalten mehr. Und erst auf der 6 dann, als gute Zahl, was wiederum besser passt zu allem anderen, die Befreiung der Geschlechter. Also dass eben nicht Sex an sich etwas Schlechtes sei, die Vermehrung kann nie etwas Schlechtes sein, das an sich ist das nichts Schlechtes, die Vermehrung als solche, dafür sind wir ja da, einander und uns selbst zu vermehren. Aber in dem Moment, in dem das Tier sich einmischt und gegessen wird gewissermaßen, geschlachtet wird, geopfert wird, trennt es die Geschlechter auseinander und es gibt keine normale Fortpflanzung mehr und die Gesellschaft fällt zusammen. Und das sieht man allenorts. Nicht nur, weil Trockenheit dadurch entsteht und begünstigt wird, sondern weil auch Inzest und Gewalt in diesem Zusammenhang und so weiter sich ausbreiten. Dennoch bleibt man geschützt, wenn man das selbst nicht konsumiert. Man zieht dann auch die Kugel nicht. Also sobald man kein einziges Partikelchen Blut in sich hat und auch kein einziges Partikelchen Metall aus einem anderen Körper, das man freiwillig genommen hätte, Zwang gilt nicht, steht auch im Koran, ist richtig, zieht man, also sobald man das in sich hat, zieht man die Kugeln und zieht man auch Bomben und sowas an, als ob die darauf ausgerichtet wären, kam einem fast zuvor. Und wenn man das eben nicht konsumiert, dann ist man ziemlich bombensicher und ich bitte weiterhin darum, das auszuprobieren. Auch bevor ich dann eventuell 2015 nach Israel auswandern werde. Ja, das wollte ich nur sagen. Also das kann man machen, um das wieder zurückzubannen, bevor es einen anfällt, die schlechten Seelen, die Scheitane, die irgendwie andere wie Ringelspiele mit sich rumtragen, dass man es teilweise echt richtig sieht, irgendwie, dass die wieder von irgendwas besessen sind. Ja, die sind alle Kürze. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ach so, und das hier ist so ein Sonnenblumenstock. Sehr angenehm. Innen sehr weich, eine Sonnenblume. Das ist wie Watte innen, dieses komische Zellstoff. Außen robust, damit kann man sehr gut trainieren. So. Bis bald.